Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal zu unserem Format Blinker reagiert zu Seven vs. Wild. Wir sind mittlerweile angekommen bei Folge 12 in der Staffel 3. Wir haben uns echt weit vorgekämpft. Neben mir sitzt Michael Werner, ich bin Florian Pippert. Ich würde sagen, wir springen gleich rein, nachdem wir euch nochmal darauf hingewiesen haben, dass wir nicht das ganze Video schauen oder nicht die ganze Folge schauen, sondern nur einzelne Szenen von unserem lieben Videoteam vorgesetzt bekommen haben. Das bedeutet, wenn uns Informationen fehlen, weil wir sie nicht gesehen haben, dann schimpft uns nicht, sondern weist uns gerne in den Kommentaren darauf hin. Und mit diesem kleinen Hinweis würde ich sagen, beginnen wir einfach mal. Wir fangen an. Das machen wir. Bedienst du bitte die Leertaste? Oha. Geht los. Ich war stark. Du warst nicht. Du bist stark. Ja, ich geh schon stärker hier raus. Du gehst. Ich hab gestern, ich bin einfach wahr zu mir selber. Ich hab jetzt schon rausgefunden, ich weiß, wo drin ich stark bin, was ich gut kann und vor allem, wo ich auch stark drin sein will. Jan, mir reicht das nicht, dass du sagst, ich lass dich nicht einfach so los. Mir reicht das nicht, wenn du sagst, das ist der Aspekt Psyche. Das reicht nicht, Jan. Jan, du bist es mehr wert. Ich schwör's dir. Wir sind hier, das sind deine Olympische Spiele. Ich weiß, ich habe auch an all deine Worte, die du mir die Tage über gesagt hast, die ganze Nacht, den ganzen Nachmittag drüber nachgedacht. Ich habe einfach meine Grenze erreicht, auch an dem, wo ich was gelernt habe. Und wo ich wirklich happy bin, dass ich es jetzt gelernt habe. Aber für jetzt ist Stopp. Okay, ich werde dich jetzt nicht irgendwie hier 2 Stunden quälen und zuquatschen. Und bitte sag nicht nein oder ja. Tu mir gefallen. Setz dich hin, denk drüber nach oder geh spazieren. Und sag mir in einer halben Stunde, ob du immer noch gehst oder nicht. Also ich glaube, der zweite Punkt, geh spazieren, geh eine Runde, ist total wichtig, weil in dem Moment, wo man sich dann bewegt, körperlich auch, bewegt sich auch der Kopf ganz anders. Ja. Ja, da kriegst du nochmal einen anderen, doch mal, auch der ganze Kreislauf läuft wieder an. Ich glaube, das ist schon ein guter Rat von ihm, definitiv. Ja. Ansonsten. Wir haben ja die letzte Folge damit abgeschlossen mit der Frage, auch an die Community, was ihr denkt und was wir denken. Macht er weiter oder hört er auf? Ja. Und ich dachte beim letzten Mal, die machen weiter, weil der Joey Kelly ihn dazu kriegt, weil er die Autorität besitzt, ihn dazu zu. Oder ja, die Autorität besitzt, dann aber auch die. Ja, die Motivator. Die Motivationskünste besitzt, ihn dazu zu überreden, weiterzumachen. Gerade bin ich mir gar nicht mehr so sicher, weil er ja gegen alles anquatscht oder überhaupt auf gar nichts reagiert, was er versucht, ihm zu sagen. Wir lassen mal ein bisschen laufen. Ja. Und gucken mal, was passiert. Vielleicht tust du mir einen Gefallen. Und du bleibst bis morgen. Und wenn du immer noch morgen sagst, aus und vorbei, dann werde ich dich jetzt nicht quasi hier quälen mit Überzeugung und bleib doch bitte und hast du nicht gesehen, weil du weißt, wenn du gehst, ne, sind wir als Team, ich bleibe, das weißt du, ne? Ich gehe nicht mit dir, ich bleib genau hier, ich mach die 14 Tage, auch wenn ich disqualifiziert. Das wollte ich gerade fragen, er hat es gerade noch angesprochen, über Disqualifikation. Ich wollte nämlich wissen, wir wissen das ja leider nicht, weil wir, wir durften ja nicht. Genau, wir wissen nicht alles. Um darauf zurückzukommen, ich bin jetzt davon ausgegangen, wer der eine abbricht, ist der andere auch mit raus. Genau. Und das hat er aber gerade noch gesagt. Also es scheint wohl wirklich so zu sein, dass sie dann qualifiziert sind, wenn einer von beiden aufgibt. Ist natürlich für ihn jetzt richtig scheiße. Naja, aber ja, ist scheiße. Aber ich glaube schon, er hat gesagt, aber er wird dann auf jeden Fall ja bleiben, weil er macht es nämlich für sich. Ja, nicht ist, auch, für, nicht ist auch cool. Für, nicht für jeden einen, sondern sagt, ich ziehe durch. Und mit dieser Einstellung muss vorangehen. Also bei, ne, selbst wenn es dann anders kommt, aber die Einstellung muss ja lauten, wie beim Kampfsport, ich gehe da rein, den haue ich um.
ne? Und nicht so, ich gehe da rein, versuche möglichst mit wenig Bollen wieder rauszukommen. Genau. Also die, ja, geht das verstehe nicht. Ich. Man will sich natürlich auch ein bisschen zeigen, sonst macht man so ein Format ja nicht mit. Klar. Und wenn das noch so ist wie in der ersten Staffel, dann darf er, sobald er qualifiziert ist, nicht mehr weiterfilmen. Das war nämlich in der ersten Staffel. Also da hat sich einer verletzt oder irgendwie ein Baum gefällt, ja, oder ich weiß, bringt die Situation natürlich nicht mehr ganz zusammen. Musste dann sein Medikit benutzen und damit war er raus, mhm, und hat das dann noch für sich durchgezogen. Aber seine Aufnahmen wurden dann nicht mehr eingeschnitten. Ja. Und das ist natürlich trotzdem blöd, weil auch er wird das machen, er macht das für sich, aber auch er wird das machen, um sich zu zeigen, um sich zu präsentieren, um, weil man auch stolz drauf ist. Klar, natürlich. Und sich das hinterher nochmal anzuschauen. Mhm. Also, boah, ich glaube schon, dass der auch ein bisschen sauer ist auf ihn. Wenn er da jetzt nur aus Demotivation, gibt es das Wort überhaupt? Weiß ich gar nicht. Motivationslosigkeit, aus Motivationslosigkeit abbrechen möchte. Aber egal, wir machen mal weiter. Aber die Idee natürlich am Anfang ist ein bisschen zu pushen, ne, verbal. Ja. Und dann sagt man, ich höre damit aber auf, wenn du bis morgen noch bleibst. Ist natürlich schon eine ganz geile Technik, merke ich mir. Funktioniert bei mir nicht. Ich weiß, du vergisst es wieder, ne? Ja. Meine Entscheidung ist gefallen. Für mich ist es hier heute vorbei, an Tag 7. Hälfte geschafft. So viel wie die Teilnehmer in den 2 Staffeln zuvor. Also die Gewinner. Damit bin ich wirklich sehr, sehr happy. Aber, ohne ihn kleinreden zu wollen, er ruht sich da auf einem Erfolg aus, aus einem Gruppenerfolg. Ja. Und die Jungs, die in den ersten 2 Staffeln 7 Tage geschafft haben, wir sprechen natürlich auch aus einer extrem privilegierten Person. Mit Kaltgetränk. Mit Kaltgetränk hier, schön im Studio. Aber die anderen haben das alleine geschafft, was ja auch ein durchaus, ja, nicht zu vernachlässigender psychischer Faktor ist. Absolut. Und was er auch selbst zugegeben hat, der Joey Kelly. Ist ja auch der Survival-Experte von beiden. Mhm. Also er hat ihn da wahrscheinlich auch ein bisschen mit, ja, durchgezogen ist ein völlig falsches Wort, das hat er schon selbst gemacht, aber er hat natürlich von ihm profitiert und von seinem Wissen auch. Also ich denke mal, wenn man das jetzt gegenüberstellen würde, dass das jemand in der ersten Staffel komplett alleine 7 Tage in Schweden ausgehalten hat, verglichen damit, dass er das jetzt hier in der Gruppe 7 Tage ausgehalten hat, ist schon was anderes. Hast du schon recht. Ich habe immer recht. Ich weiß das. Mein Halbgott. Schönes Wort. Hälfte reicht. aber das Mitziehen ist natürlich schon total richtig. Wenn man das klug macht und sagt, okay, da ist jemand, der hat die höhere Kompetenz, dann hängt man sich einfach ran bei der Geschichte und macht einfach mit. Ich will das jetzt nicht so weit ausrollen, weil wir sitzen, wie gesagt, sehr privilegiert und ich wüsste nicht, ob ich da 7 Tage durchhalte. Keine Ahnung. Kann man nur rausfinden, wenn man es selbst gemacht hat. Deswegen no front, aber ich will es auf jeden Fall an dieser Stelle angemerkt haben. Aber ich habe auch schon gesagt, also ich bezweifle selber, dass ich das eine Woche heute noch schwierig. Ja. Weiß ich nicht. Ich will mich jetzt einfach wieder meinem wahren Ich widmen. Und das ist Spaß haben, Stimmung verbreiten, mich in sinnlose Stunts reinjagen, mich von irren Höhen stürzen. Aber hier das Survival-Experiment irgendwo in Kanada ohne Essen. Das ist für mich jetzt vorbei. Da, wie gerade erwähnt, verliere ich mein wahres Ich. Und da muss ich einfach, egal wie viele Millionen Zuschauer hier jetzt gerade wahrscheinlich auch zugucken, sich jetzt irgendwelche Gedanken machen, da bin ich jetzt wahr zu mir selber. Und ich muss dazu was sagen, also dieses, da verliere ich mein wahres Ich, nein, tut man überhaupt nicht. Man lernt da einen anderen Teil seines Ichs kennen. Das eine Ich mit Stunt ist ja voll nach draußen, ja, immer drauf und volle Lotte und gib ihm. Das ist das innere Ich. Ne? Und das ist auch echt total schwierig, wenn man mal eine Woche sich nur mit sich selber beschäftigt. Also ich habe das mal beim Lachsfischen gemacht. Ich war eine Woche zum Lachsfischen in Norwegen, hatte keinen Partner dabei, alleine in der Hütte. Mhm. Ganz alleine. Kein Gesprächspartner, kein gar nichts. Mhm. Buch. Ich hatte ein Buch dabei. Mhm. Und dann hat eben diesen Rhythmus zu finden und rauszugehen zu fischen, auch wenn man die Bedingung war katastrophal schlecht. Und nur mit sich selber zu beschäftigen, ich habe gesagt, ich telefoniere nicht, das war alles gut. Ich hatte Dusche, warm, Bett, alles war prima. Aber auch da ist eine Woche alleine, das muss man mit sich aushalten können. Definitiv, deswegen sagte ich ja in den ersten 2 Staffeln, die Jungs, das war bestimmt nochmal eine Nummer krasser. Ja. Auch wenn es natürlich nur halb so lang war. Was ich denke, was mir gerade noch in den Kopf geschossen ist, weil er sagte auch, er will sich wieder von großen Höhen stürzen. Wenn man sowas macht, dann hat man ja schon einen sehr hohen Drang, einen hohen Adrenalinspiegel. Ja. Die Frage ist, ob ihm dieser jetzt nach dieser Woche so sehr fehlt. Das ist gerade Entzug. Dass, ja. Ich weiß nicht, wie weit man da von der Sucht sprechen kann. Soweit will ich hier absolut nicht gehen. Ich kenne ihn ja gar nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du eine Woche dich, wenn du das nur machst. Ich hab mir auch seine Videos angeguckt. Das ist ja wirklich geistesgestört, wo er sich da runterstürzt und wo er hinspringt. Ja. Wenn du das dauerhaft hast, da gewöhnt sich der Körper bestimmt noch daran. Und das hält dich über Wasser. Das hält dich über Wasser, aber nee, das ist auch falsch ausgedrückt. Aber
Ja, ich sag mal, der Körper gewöhnt sich daran. Und dann hast du das eine Woche gar nicht. Dann denke ich auch, dass der Körper dann in so ein Loch erstmal stürzt, um auf dieses normale Level zu pegeln. Das glaube ich. Aber ich finde das total spannend. Also der Gedanke ist total, also sehe ich auch so, glaube ich. Das ist genau wie mit Daddeln, Dopaminausstoß, wenn Leute immer nur am Daddeln sind und in deinem Urlaub haben kein WLAN. Oder finde ich, das ist auch schwierig. Dann siehst du Leute irgendwie rumrennen am Strand und gucken, ob sie einen Balken finden, weil die Sucht da ist. Und das gerade bei Adrenalin, bei denen sagt der macht, ich habe auch zwei, drei Sachen angeschaut. Respekt, geile, Hammer. Ja, auf jeden Fall. Ne, und das ist natürlich, klar, das fehlt im Körper natürlich, dieser Hormonausstoß, bin ich vorbei. Und er weiß es ja auch, er sagt es selbst. Ja. Er sagt ja, er will sich jetzt wieder irgendwo runterstürzen und er braucht das jetzt. Ja, ja. Gut, da oben ist eine Fichte. Ich meine, die Möglichkeit hätte er da. Stimmt eigentlich. Komm, wir machen weiter. Was willst du denn halt quasi im Hotel rumgammeln? Weiß ich nicht, ist mir auch gerade egal. Ich will hier einfach weg und meine Entscheidung ist gefallen. Und aber wovon hast du Angst? Dass ich hier psychisch verfall. Und ich will einfach nicht in dieser Verfassung sein. Ich akzeptiere es. Und auch wenn es mir natürlich ja, für mich nicht gut ist, weil damit sind wir als Team nicht mehr im Rennen. Das ist. Aber ich bleibe. Ich bleibe. Ich gehe nicht. Ich finde gut, dass sie sich trotzdem noch verstehen, weil es ja durchaus auch eine egoistische Entscheidung von ihm ist, jetzt zu gehen. Mhm. Nachvollziehbar, aber auch ein bisschen egoistisch. Ich hoffe, dass sie Joey Kelly trotzdem noch drin lassen, also dass sie trotzdem noch Videoausschnitte von ihm einblenden, weil es irgendwie ein lustiger Typ ist und er macht das jetzt ja komplett alleine eine Woche an. Ja. Es ist auch für ihn richtig mies, weil du kommst an Ort, du hast da zu zweit alles erlebt, hast zu zweit alles aufgebaut, hast diese Erlebnisse und auf einmal geht der andere und dann bist du da alleine, wie so zurückgelassen. Ja, das ist ein ganz blödes Gefühl. Mhm. Das ist ein ganz blödes Gefühl. Kann aber auch Stärke sein, so nach dem Motto, okay, der ist weg, aber ich mache hier, also dieses Gefühl so nach dem Motto, hier. Je nachdem, ja. Ja, also je nachdem, wie gestrickt ist. Kann auch sein, so, hier, ich mache. Ja. Aber gut, dass sie nach wie vor da. Ich finde die auch gut. Ich glaube auch hinterher, wenn die es wieder treffen, wird es auch okay sein. Bei der Geschichte, Joe ist natürlich wirklich, klar, der will es durchziehen. Der hat auch geglaubt, natürlich, weil er sich gut auskennt, der kann den anderen mit durchziehen. Ja. Ne, so nach dem Motto, das ist auch bei ihm so ein Ego-Ding, darf man nicht vergessen. So, ich schaffe das schon, jemanden mitzuziehen. Ja, ist schon spannend. Schade. Wir schauen. Jo. Da kommt der Heli. Für mich heißt es Feierabend anfangen. Ist zwar eine kleine Niederlage, aber trotzdem auch großer Sieg für mich. Ich habe geisteskrank Bock, wieder mit Stimmung, Spaß und Hype durch den Tag zu gehen. Joey wünsche ich alles Gute für die 7 Tage. Und ich sag, Glück auf und schlaf auf your life oder was? Feierabend anfangen! Und damit ist er raus. Ja. Ich dachte. Überraschend. Ich dachte wirklich, die hängen durch. Ich habe mich getäuscht. Und damit sind auch schon 50%. Nee, stimmt nicht. Es sind noch 4 übrig. Nicht ganz 50%, aber es sind schon mal 3 Teams raus. Und das nach 7 Tagen. Aber auch erwartungsgemäß. Ich dachte nur nicht, dass es Fritz und Martin zuerst erwischt und Gerrit und Andi so schnell, weil das ja wirklich die Experten sind. Genau. Und auch Joe und Jan sind ja auch. Gleiche Thema. Experten, ja. Ne? Ja. Ich glaube, bei Joey und Jan war der Punkt, weil Jan ja auch sag ich mal, vom Grundnaturell, wo er solche Sachen macht, Adrenalin-Junkie, sag ich jetzt mal, ist natürlich auch relativ dominant. Ja. Vom Typ her. Und dann funktioniert natürlich nicht so eine Ansprache von Joey, wenn der andere auch sagt, nee, komm, ich weiß schon, was ich will. Ne? Aber wenn das mehr so hier ist, funktioniert das besser, als wenn die beiden so sind. Also insofern, schade. Hätte ich nicht mit. Ich habe schon gedacht, das funktioniert noch mit den beiden. Tja. Schauen, ob ein Fisch
im Netz ist. Oder vielleicht sogar zwei. Oder vielleicht sogar am Haken. Wir haben beides ausgelegt. Dann schauen wir jetzt gemeinsam mit euch, ihr seid live dabei rein. Was ist das? Da ist ein Fisch drin, oder? Ist das ein Fisch, oder? Warte mal, warte mal. Verdammte Scheiße! Ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig bleiben. Ruhig, ruhig, ruhig. Fisch! Fisch! Wow! Fisch, 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 Fisch! Das Netz ist Gold! Wow, ein großer. Aber ein dünner. Wieder so ein dünner, gell? Ganz dünner. Wieder diese dünnen Schollen. Super. Tipptopp, Sascha. Ja. Es gibt was zu essen heute. Siehst du? Das Netz einfach auslegen. Das Netz immer auslegen. Du machst nichts falsch. Genau, der Punkt, ne? Falle stellen. Das Essen kommt rein, das ist schon gut. Und, cool. Und wahrscheinlich schon wieder eine Flunder. Ja. Scholle, Flunder war jetzt nicht so richtig zu sehen, was genau das ist. Scholle nicht, aber Scholle wird nicht da reingehen. Wenn es Backwasser ist und Schollen, die kommen nicht so dicht rein. Okay. Das wird Flunder schon gewesen sein, ja. Cool, ja. Lecker. Alles an Krebs ist draußen, aber die Flut ist heute auch viel, viel höher gewesen. Und gestern war so wind- und stürmig. Es ist einfach... Oh, also Mini-Mini-Krebs, den werden wir gleich mal wieder freilassen, aber... Damit kannst du ja nichts anfangen. Ist aber geil, das heißt, wir werden heute mal so kleine Fische, hier liegen immer so tote kleine Fische, vielleicht in die Reuse reinpacken und gucken, ob wir morgen was fangen. Man kann, wenn so viel Wind da war, auch diesen Seetanghaufen, der liegt, einfach mal durchbuddeln. Ja. Da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nochmal ein Fisch drin. Oder ein Krebs auf jeden Krebs, Fall. Der noch lebt. Ne? Also, die überleben das ja auch ziemlich lange. Ja, sehr lange. Ja, Fische auch. Also, wenn die, also einige Fischarten, wenn die da halt eben in diesem Seetanghaufen liegen, die leben einfach. Karauschen überleben ja, glaube ich, sogar komplett, wenn sie komplett eingefroren sind. Ja, Gassen, ne? Und die können halt eben sogar ohne Sauerstoff überleben, weil die den Stoffwechsel verändern. Ja. Und die, ich kriege es nicht mehr ganz genau hin, wie die das machen. Auf jeden Fall machen die es so, dass sie dann auf eine Alkoholbasis umschalten. Ja, sie haben so Frostschutzmittel im Blut. Genau. Also deswegen auch diese... So glykoltrocken, wie da ist der gepanschte Wein. Ne? Ja. Ja. Und ich hatte mal vom Haus so einen kleinen Bach angelegt mit so einem Teich unten dran, der war auch so 70 Zentimeter und der war auch komplett durchgefroren. Das heißt, der ging von der Folie weg. Ich dachte, alle Fische kaputt. Und dann im Frühjahr... So eine Karausche. Was wieder da, die großen Kampfkarauschen. Die mag ich übrigens total. Ja. Also so als Fisch. Ich finde nur keine Gewässer mehr, wo man gut Karauschen fangen kann. Genau, also Karauschen, die echte Karausche gibt es wohl kaum noch. Früher eine Plage. Ja. Und mittlerweile fast... Ja, ausgestorben, nicht wirklich, aber selten. Sehr selten geworden. Ja. Wenn ihr ein gutes Karauschengewässer kennt, genau. Bitte Info, ich freue mich drüber. Und wer nicht weiß, wie eine Karausche aussieht, könnt ihr es googeln. Kann er trotzdem machen, aber ungefähr so wie ein Karpfen, ganz grob. Ja. Grob. Deutlich kleiner, ja. Aber ungefähr so. Genau. Weiter? Ja, gut. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Oh, das heißt, heute gibt es Schnecken und Brühe. So, während Ann-Kathrin Reuse und so weiter kontrolliert, bereite ich jetzt schon mal hier. Kurze Anmerkung. War mir vorhin schon aufgefallen. Also ich bin ja kein Mützenträger. Hm. Also Cappy schon mal, aber oder beim Mangeln auch gerne. Aber eine Mütze, eine Wollmütze aufzuhaben, ist natürlich echt schlau bei so einer Tour. Verlierst keine Wärme über den Kopf. Du verlierst tierisch Wärme über den Kopf. Also man geht davon aus, dass man sagt das, 70% der Wärme über Kopf, glaube ich nicht, aber auf jeden Fall sehr viel Wärme über Kopf, deswegen eine Wollmütze aufhaben oder eine gut isolierte Mütze auf jeden Fall gut und wichtig. Unser Feuerholz vor. Da ist dann unsere Feuerstelle. Heute geht definitiv alles schon ein bisschen langsamer und ein bisschen schwerer. Bei schnellen Bewegungen merkt man dann gleich, es dreht sich ein bisschen. Aber ja, wenn in der Reuse nichts ist, wenn wir auf diese Schnecken gehen, die auf diesen Steinen drauf sind und eine Gemüsebrühe machen. Ja, schauen wir mal, wie das mit dem Feuer machen wird. Aber wenn man weiß, was man dafür bekommt, dann geht das schon irgendwie.
So, während Hanna sich gerade damit beschäftigt, das Feuer vorzubereiten, sammle ich gerade die Nahrung. Unsere Nahrung für heute sind Schnecken. Denn die Schnecken, die kann man hier essen. Napfschnecken. Die haften an Steinen dran, ne? Und zwar richtig gut haften die dran. Mhm. Das sind so kegelförmige Dinge, also rund kegelförmig. Und die hängen unglaublich fest an den Steinen dran. Am besten mit dem Schraubenzieher abmachen. Messer kann man gerne mal kaputt machen bei den Dingen. Sie schreit die weg. Ja, brüllt die runter. Schnecke! Auch wenn Red Tide ist, weil die das nicht annehmen im Vergleich zu den Muscheln. Die Muscheln saugen das auf wie einen Schwamm. Deshalb, falls ihr euch fragt, warum wir keine Muscheln essen, das liegt daran. Auch wenn das hier nicht danach aussieht, als ob hier Red Tide ist, will man trotzdem natürlich sicher gehen, denn man will nicht krank sein und hier in den 14 Tagen krepieren. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Und die Schnecken geben enorm viel Energie. So, hier habe ich schon das ein oder andere drin, habe mir hier so einen kleinen, ganz spitzen Stock besorgt und kratze die hier. Jetzt gehe ich immer so drunter, kann auch einfach mit den Händen machen, aber ja, natürlich klappt es jetzt nicht, wenn ich Kamera drauf halte. Warte, so, gehe ich so drunter und hebel die dann so raus. Warte, komm Brudi, da, here we go. Und dann sieht das so aus, kommt rein und wird dann gleich im Wasser aufgekocht. Also wie gesagt, die halten unglaublich gut und die halten gut am Haken. Ja. Also wir haben Silberfisch in Norwegen geangelt mit Napfschnecken. Cool. Das ist unglaublich gut. Viele Napfschnecken geholt, wird mit Messer ausgeholt, 7-8 auf den Langschnecken, 7-8 von diesen Napfschnecken drauf. Ist ein super Köder, kannst du stundenlang fischen und fängst auf jeden Fall. Glaube ich, ja. Silberfisch damit. Ist noch nicht vorbei, der Tag. Versuchen wir noch ein paar kleine Fische zu keschern. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist nicht einfach. Was mir halt leid tut, ist für den Sascha. Der braucht viel mehr als ich. Ich habe mir so viel Fett angefressen. Also, ich habe versucht nach Let's Dance, habe ich 12 Kilo abgenommen. Versucht so viel wie möglich, mehr ging nicht. Bin wieder auf 100 Kilo gegangen. Ich war, glaube ich, bei 90 oder so, bin wieder auf 100 Kilo gegangen. Ich weiß, dass sein Körper viel mehr verbraucht. Ich will ja auch immer, dass er den ganzen Fisch isst. Auch den Fisch, den wir heute gefangen haben. Er will immer halbe machen. Er ist halt ein Herzensguter. Aber ich weiß, dass er kein Fett hat. Er aber auch, ne? Echt ein guter Typ. Ja, beide, super. Ja, auch wenn er sagt, Mensch, ich weiß, der verbraucht Kalorien stimmt, als ich. Ja. Er will immer halbe machen, aber ich gebe ihm mehr ab, weil ich habe gute Reserven und ist schon echt gut. Muss man erstmal reflektiert kriegen. Das muss man auch hinbekommen in so einer Situation, ja? wenn der Körper nach Kalorien schreit. Mann, jetzt gönnen wir uns, komm. Sascha, ess du bitte. Hör auf. Wieso soll ich denn essen? Du morgen Geburtstag hast. Und du hast viele Muskeln. Nein. Doch. Halbe, ich mag das nicht. Aber ganz halbe, ich mag. Wir machen ganz halbe. Bitte, Punkt. Bitte, nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein, muss ich echt. Nein, das sage ich nicht, ja. Das sage ich nicht, ja. Das mache ich nicht. Da hab ich so ein schlechtes Gewissen, mache ich nicht. Du brauchst keins haben. Ich will, dass du das. Dann bist du morgen kräftig, nein. Dabei ist Geburtstag. Nein. Keine Diskussion. Salz raus, wir essen. Komm, das ist die Hälfte. Bruder, da gibt's für mich, das geht in 1000 Jahren für mich nicht. Ich kann die ganze Hälfte nicht essen. Ich glaube, die ziehen hinterher zusammen. Ich glaube auch, großer Löffel, kleiner Löffel. Oh Gott. Nein, aber das... Warum? Warum nicht? ja, aber ich finde das Miteinander, auch wenn es jetzt vielleicht die Kamera läuft, natürlich, darf man nicht vergessen dabei. Ja, die Schauspieler aber, nicht, glaube ich nicht. Nee, aber nee. Wenn die Kamera läuft, ist man schon anders, sind wir ja auch. Ich bin nicht selbst. Wir sind ansonsten unterhaltsam. Stimmt. Das stimmt. Jetzt sind wir nervig. Genau. Nein, ist schon gut und gut. Und ich finde das, klar, würde man vielleicht sagen, komm, gib her, wenn die Kamera läuft, man sich ja schon positioniert hat, also sag mal, komm, mach du mal. Aber das Miteinander von den beiden von Anfang an, auch das mit dem Singen zwischendurch, die halten die Stimmung oben. Hey, ganz ehrlich, die sind ganz weit vorne. Mehrfach spalten. So, jetzt viel betont, das ist hier Mangrove, das war hier relativ frischer, toter Baum. Hier ist noch ein anderer und wir werden beide immer besser. Doch, wir haben heute gut Feuerholz. Ich zeige euch jetzt unsere Flaschenkonstruktion. Die wird geschnappt, sag ich. Wir haben eine Flasche. Wir denken beide, dass diese Flasche einfach platzen wird. Aber das ist unsere einzige Chance. Wir haben einfach keinen Kochtopf. Ey, ich will also was wir schon alles gemacht haben, um Wasser zu kochen, ist geisteskrank. Das ist echt heftig. Ja, der wird natürlich nicht platzen. In dem Moment, ich darf nur eine Geschichte nicht machen. Ich darf nicht sagen, ich habe Wasser gekocht, das kühle ich abgestellt ins Kalte.
dann geht's kaputt. Aber ja, wenn die dann Feuer drunter machen, da Wasser drin haben, wie gesagt, solange Wasser drin ist, wird überschüssige Wärme abtransportiert, da passiert gar nichts mit. Und wenn die dann nicht in den kalten Sand stellen oder das kalte Wasser stellen, super. Mhm. Ich finde total geil, was der das aufbaut. Also, super geiles Kerl. Ja, total geil. Ich will da Urlaub machen. Ja, ich auch. Super, super. So, Leute, Experiment startet mit der Flasche zu kochen. Ist Wasser schon drin? Ja, Wasser ist drin. Ich finde, die hängt viel zu tief, oder? Nee, die Flammen sind echt nicht so heiß. Nimm mal, ne? Schau mal die, dass die brennen. Die hier schon rein? Nee, die dahinter. Die da? Ja, nimm mal die sind gut. Tu doch mal 2-3 rein. Die Flammen sind nichts, wenn die platzt, aber wir beide eine Brille auf, das ist gut. Das Wasser hat sich hochgekocht, wir haben es geschafft. Dass wenn man sieht, aber es kocht. Ja gut, dann lass es abkippen. Schaffst du es alleine? Das wird sehr heiß sein, ne? Mit 2 Handschuhen geht das schon. Kipp rein. Toll, oder? Oh, was hast du? Ja, super, in Schulnoten. Wow. Ich würde sagen 12 Punkte. Von? 15? Ja. Weil die Finger da reinzuhalten und dann drüber das Wasser reinzugießen, halte ich nicht für klug. Da kann man sich gerne mal. Ja, das Wasserdampf ist sehr heiß. Ich dachte auch, er lässt es vielleicht fallen, weil das wird natürlich auch sehr, sehr schwer. Sehr schwer. Mhm. Die Wärme geht dir durch die Handschuhe durch, aber alles super. Also, wie gesagt, ist trotzdem eine 1. Also, das ist schon echt gut, was wir machen. Nee, mit 12 Punkten sind keine 1, das sind 2 plus. Für mich ist es eine 1. Eine emotionale 1. Ja, ich hatte nie so viele Punkte, deswegen weiß ich das nicht. Ich war immer so im Dreier bei euch unterwegs. 3 Punkte oder 3? Das lassen wir mal offen. Okay, wir lassen das offen. Ja, gut. Bärenschnapsflasche, kochen da unser Sumpfwasser, unser warmes braunes Sumpfwasser, füllen das in einen abgeschnittenen Billigplastiktopf von Malaysia, aus Malaysia, in dem irgendwie, keine Ahnung, 10 Liter Wasser transportiert worden sind und tun da unser ranziges Maggi rein, was auch nicht mehr schmeckt, und das trinken wir jetzt. Das machen wir jetzt für die nächste Woche. Ja, das machen wir jetzt jeden Tag. Das ist so toll. Direkt nachfüllen und rein in die Flamme. Ja, ja. Also bei so einer Wasserfarbe, nur für den Kopf, ist so ein Brühwürfel natürlich gut. Ja, das stimmt. Das ist nur der Brühwürfel. Man denkt, oh, guck mal, richtig geil, vor eine Brühe. Ne? Ist schon gut. Ist Maggi noch hier? Es ist so heiß, dass wir das nicht trinken können, ne? Yep. Wollen wir ein bisschen Wasser auch noch abkochen, dass wir es speichern können für morgen? Hey, oh mein Gott, ist gerissen. Das war klar. Hast du es drauf und du hast das Ding hinter dir alles kaputt gemacht. Ach, scheiße. Die Flasche ist kaputt. Die Flasche ist gerade gesprungen. Das wundert mich total. Warum? Die Glasflasche? Ja, kein Problem. Offensichtlich halt auch. Ja, eigentlich kein Problem. Vielleicht Temperaturunterschied zwischen Flamme und Außenluft. Keine Ahnung, oben. Ich habe keine Ahnung. Also im Normalfall würde ich sagen, kein Thema. Aber kaputt. Gut. Keine Flasche mehr. Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Trimax, und Sascha. Happy Birthday to you, woo! Alles Gute zum Geburtstag, Sascha. Ey, hier draußen Geburtstag, so random. Hätte das gedacht vor einem Jahr oder insgesamt. Wir machen heute mal eine schöne Wanderung, das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht, weil ich mir einfach einen ganz, ganz, ganz tollen Fisch wünsche. Ganz toll. Laufen wir diesmal wieder in die Richtung, soweit wie es geht. Also ich fühle mich echt nicht so frisch tatsächlich. Frisch? Ja, wir haben Tag 8 und wir haben uns einmal gewaschen. Ich fühle mich nicht so frisch tatsächlich. Es auch nicht so kräftig. Es stinkt im Schlafsack, es stinkt. Ich will auch nicht unbedingt jetzt eine Riesenwanderung machen. Ich muss Max, aber es ist halt Max Geburtstag, ne? Der wünscht sich das halt. Da muss ich dann mit. Ich hoffe nur, dass ich nicht zusammenklappe, Alter. Wir machen langsam und essen viele Beeren unterwegs. Meine Energie ist noch sehr gut wieder. Das wundert mich eigentlich auch, aber das finde ich irgendwie toll. So Leute, die große Geburtstagswanderung startet. Yay! Wir gucken mal da hinten in unsere. Wir sind früher bei Klassenfahrten, ne? Gucken wir mal heute eine Wanderung. Hey. Aber auf jeden Fall auch ein schönes Lied zum Geburtstag gesungen. Fand ich auch. Hat er gut gemacht. Hat er gut. Toller Geburtstag. Ja, gut. Nicht jeder. Kletten Zurückweg abgeschnitten. Aber es war uns ja klar. Wir müssen jetzt hier irgendwie über die Felsen, aber der Akku ist fast leer. Krass, oder? Ist das krass?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Sascha. Happy birthday to you. Zu deinem 31. Geburtstag. Alles Gute. Ich weiß, du hättest wahrscheinlich gerne Geburtstag mit deiner Frau verbracht, mit der Familie. Jetzt bist du hier mit mir im Urwald. Ja. ich hoffe es trotzdem. Du hast trotzdem viel Spaß. Ja, auf alle Fälle. Also, diesen Geburtstag werde ich definitiv nie vergessen. Ja? 31. Geburtstag. Bart so lang wie noch nie, Fingernägel so lang wie noch nie. Hände dreckig aufgerissen, komplett abgemagert. Mit dir allein auf einer einsamen Insel in Vancouver. Ja, ich wünsche dir wirklich, dass du so bleibst, wie du bist. Danke. So ein herzensguter Mensch. Ach, danke. Ich habe noch ein kleines Geschenk. Ach komm. Jetzt bin ich gespannt, was. Hä? Elotrans, ja! Es sind auch Sachen, wir gönnen uns heute, die du schon kennst. Nummer 1, gönnen wir uns heute, haben wir uns verdient. Das kannte er schon, ist ja klar. Ja, das kannte ich schon, aber ist ja. Geht weiter. Gibt's vielleicht das, was ich nicht kannte, oder was? Ja. Hä? Ja. Kaffee. Oh, Kaffee haben wir auch eingepackt. Okay, jetzt. War der erste Schwarze. Ich sag dir, was es ist, ja. Ja? Ich hab's als Angelhaken getarnt für deinen Geburtstag. Das sind Smint-Minz-Bonbons. Die ganz kleinen, alles voll. Smint-Minz-Bonbons, ja. Also ich finde ja so eine gewisse Schmugglerkarriere hat wir wahrscheinlich schon haben. So, ne? So hab ich mir, stelle ich mir Geburtstag in der Ostfront vor. Ja, genau. Im Schützengraben, ne? Ich habe mir noch zwei Minzbonbons. Ja, ja. Ja, aber du merkst schon, wie sich das Thema verschiebt, ne? Also ich meine, wenn man dann eine Woche lang sich nicht die Zähne putzen konnte. Und du kriegst aber Minzbonbon schon dann eine geile Woche. Geil, auch ne? Kaffee. Kaffee, mega, super mega, nett. mega. Und der andere Kollege, der hat nichts zum Geburtstag bekommen. Durch die Strandwanderung. Ja, der hat es ja selbst geschenkt. Ja. Mann. Nee, gut, echt gut. Ja, geil. Ich habe es als Angelhaken getan. Ich hatte so Angst, dass du es erkennst, aber ich habe es so zugeklebt. Es ist komplett zugeklebt. Ich habe schon gedacht, ja. Ich dachte, vielleicht sind es auch bei extra Mikropur. Aber ich weiß, du liebst Minzbonbons. Mein Geschenk, danke. Und noch ein Text. Okay, lies vor. Und noch ein Text. Lies vor. Happy Birthday, mein Survival-Freund. Auch wenn wir hier draußen in der Wildnis sind und ich dich nicht auf ein leckeres Steak einladen kann, habe ich mir Gedanken gemacht, um dir eine kleine Freude zu machen. Schnapp dir die GoPro und die nächsten 30 Minuten Seven vs. Wild Sascha gibt es nur exklusiv auf deinem YouTube-Kanal. Ganz liebe Glückwünsche auch vom ganzen Team. In einer Woche haben wir es wieder geschafft. Was? Ja, nach dieser Folge. Wenn diese Folge vorbei ist, geht's bei Sascha weiter. So ist ausgemacht. Direkt noch ein Exklusiv. Direkt nach der Folge geht's bei dir weiter. Nur 30 Minuten. Bis zu 30 Minuten, was du machen willst. Irgendein Exklusiv-Content. Was du willst. Ey, wie krass ist das? Ey, bin gespannt, ob ihr alle vorbeischauen werdet. Ey, danke dir. Also, ihr wisst, genau jetzt rüber auf Sascha Hubers Kanal. Dort gibt's jetzt 30 Minuten. Seven vs. Wild exklusiv, nur bei ihm. Tschüss. Happy Birthday, Sascha. Geile Geschenkidee, ne? Sehr, sehr nettes Geschenk. Kann man machen, total nett. Ich stelle mir die Frage an dieser Stelle, wieso bekommt er das und der andere nicht? Ich könnte spekulieren, das wäre mir nicht gut. Doch, mach mal. Nein, ich habe keine Ahnung. Jetzt kommt man aus jeder Situation raus. Ja, apropos rauskommen, auch, ne, ist unser Stichwort, auch wir sind kommen raus? Jetzt hier raus, gehen genau. Jetzt hier raus, sind raus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Was sage ich denn jetzt noch? Ich habe schon so viel erzählt. Schöne Feiertage. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag, falls ihr jetzt hattet. Genau. Petri heil. Ja, Petri heil. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. So machen wir es. Tschüss.